Hier ist was zugebaut. Der Schwunder Bro in die Halle. Kartoffelfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Battle. Wir mit dem guten alten Topra. Wir sind hier in der Basis der Gegner. Ja, pst, wir sind hier in der Basis der Gegner und ja, es wird, glaube ich, diese Staffel noch nicht einmal so spannend wie jetzt gerade. Keiner wird diesen Moment. Warte. Der ist doch schon drauf. Drück doch mal Tab. Ich kann jetzt nicht Tab drücken. Keiner dieser Menschen hätte diesen Moment erahnt, denn es wurde ja nicht gespoilert. Ja, darüber reden wir in einer anderen Folge. Ach ja, da, pst, dein Name. Warte, was? Er hört uns, ja. Er hört uns. Digga, wetten, der kommt jetzt direkt hierher, pass auf. Der kommt hierher. Du stehst in mir. Nein, ich stehe hinter dir, okay. Nein, du stehst in mir. Geh weg. Nein, ich stehe hinter dir. Geh weg. Bruder, er kommt. Jetzt sneakt er. Er hat uns gesehen, er hat deine Füße gesehen, er rennt weg. Rennt er? Ja. Hinterher? Warte, er steht wieder da. Digga, nein, geh du vor. Warum? Ich will nicht sterben. Ja, okay, dann. Du hast auf mir zu sneaken. Nein. Okay. Ich sneak noch. Geh weiter. Nein, du sneakst nicht. Man sieht, jetzt sneakst du wieder. Oh, du bist so ein Idiot. Der hat uns nicht gesehen, glaub mir. Okay, der, wir müssen der jetzt passt, der wartet gleich hinter der Ecke mit einer Waffe auf uns. Pass auf. Jetzt geh! Chill! Ich will nicht sterben, Bruder. Komm! Ich bin da, Bruder. Okay, der Gang ist sicher bis jetzt. Wo ist der hin? Hast du das gesehen? Nee. Ich hab das Höllenportal gefunden. Ja, scheiß drauf, wir gehen da jetzt nicht rein. Komm mal her. Hier ist das Portal. Ich lauf rückwärts. Da ist der Verzauberungstisch. Nimm du den Verzauberungstisch mit, ich geb dir Deckung. Den Verzauberungstisch hinter dir rechts, ja, hinter der Wand. Da. Ich will nicht rennen. Hier unten sind Chickens. Oh, hab ich keine Spitzhacke? Doch. Doch, warte, ich hab welche. Ich hab eine. Fuck, ich bin auf dem Spiel getappt. Ich hab ihn. Okay. Gut, jetzt brauchen wir nämlich nicht in die Hölle. Du guckst die Kisten durch, ich geb dir Deckung. Okay. Mein Inventar ist nämlich voll. Ja, du musst entsneaken, aber egal. Okay, Diamanten, 15 Stück. Ja, nimm mit. Was ist da links? Ja. Sind da Getränke drin? Enderperlen. Ja, mitnehmen. Spitzhacke. Nimm mit. Beides mitnehmen. Eine Waffe. Ach scheiße, ich habe keinen Inventarplatz mehr. Egal, gut, die Waffe brauchst du nicht mitnehmen. Waffe brauchst du nicht mitnehmen. Doch, nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Das brauche ich nicht. Pass auf mich auf, ne? Ich stehe direkt hinter dir, Bruder. Lava-Eimer habe ich. Ey, glaubst du, der ist in die Hölle gegangen? Weil der ist eben zurückgelaufen und einen runtergegangen, weißt du? Ja, kann schon sein. Komm, nimm die Waffenkiste dann mit. Die liegt auf der Box. Ja. Aber wir sagen uns definitiv, wir gehen nicht in die Hölle, oder? Ich hab doch keinen Inventarplatz mehr. Aber warte hier. Pack doch etwas in die Kiste. Okay, bist du okay? Komm, lass mich nicht ineinander gehen. Mann! Hier ist was zugebaut. Der Schwunder Bro in die Hölle. Ja! Ich hab doch gesagt, dir ist was zugebaut! Ich hab's dir gesagt, Mann! Wir haben einen Kill! Oh mein Gott, wir sind nicht die Letzten! Ich hab gerade auszusehen links gedrückt anstatt rechts, aber du hast geklärt, Digga. Okay, wir müssen schnell weg hier, komm! Hoch, in den Geheimgang! Oh mein Gott! Schalalalala! Schalalala! Ja, okay, wir fangen. Ich hab doch gesagt, da ist was zugebaut. Ohne Witz, wie ich's gerochen hab. Ich hab's gerochen. Ja, wir müssen jetzt halt aufpassen, nicht, dass jetzt Dinge. Domse und. Nee, Maxle nicht. Der wird bei Domse aus der Base rausgekommen sein. Aber wir müssen auf Domse und Fix aufpassen. Sein. Weil ich glaube, letztes Mal hat es so lange nicht gedauert zwischen dem Tod und bis er hier war. Ja, aber Maxle ist ja noch in der Hölle. Da kommt er bei Domse raus. Ja, aber wer weiß, ob der jetzt nicht schon raus ist, weißt du? Weißt du, ich mein. Ja. Deswegen immer schön die Waffe jetzt gezückt halten. Okay, ich sehe soweit nichts. Lass mal, wo ist unsere Basis? Lass mal nach Home rennen. Komm mit. Okay, komm, renn.
Dann, Brudi. Digga, wir müssen so schnell wie möglich hier weg, Mann. So schnell wie möglich. Wir haben einfach 15 Dias. Pass auf, jetzt. Pass auf. Ja, ja, schon gesehen. Ich habe immer noch den Goldapfel. Du hast noch Enderperlen. Hast du alles im schnellen Inventar? Ich habe 3 Enderperlen im schnellen Inventar. Ja, perfekt. Denk dran, gell, es gibt 2,5 Leben Abzug, egal von wo. Oh, du hast nachgeladen? Ja. Okay, ich hatte noch 10 Schuss. Oh mein Gott, Alter. Ich hätte mal gut den Überblick. Warte, ich werde mal. Er hat uns übrigens, als wenn wir dich gesneakt hätten, hätte er uns definitiv gesehen. Er hat nämlich, glaube ich, in seiner Aufnahme auf uns geguckt oder so. Ich glaube, das war sein Thumbnail. Ich bin ganz oben auf dem Baum, über dir. Achso. Ja, ich lauf mal hier runter, ne? Weil ich war, er hat mich halt so aufgeregt, dass ich seine Kommentare gelesen habe und dann auf dem Thumbnail war, glaube ich, irgendwie ein Bein von uns oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich habe auch die Kommentare durchgelesen, aber das Video nicht geguckt, weil das macht man nicht. Ja. Ich muss schnell was essen. Wo bist du? Ich bin jetzt runtergesprungen, hier. Wo? Hier? Ach da, okay. Ich bin geradeaus. Geradeaus runter. Einfach. Ach, geradeaus okay. Runter. Ja, okay. Komm. Oh mein Gott, wir haben einen getötet. Wir sind das einzige Team mit vollem Leben. Wir müssen da echt auf Dominik und. Also ich hätte eine Idee, wie wir das weitermachen könnten. So, wir müssen. Also, es gibt 2 Optionen. Entweder wir warten, bis sich Domse und der Rest mal ein bisschen gegenseitig fickt. Aber ich glaube, dass Maxle und Tom sich erstmal zurückziehen werden. Nicht nur das, ich vermute auch, so wie ich Domse kenne, dass der jetzt sagen wird, ja, nee, komm, das wäre assi, wenn wir jetzt auch noch auf die drauf gehen. Ja. Also auf die anderen beiden. Wo bist du? Ich bin hier runter. Ja. Deswegen werden die jetzt uns suchen, 100 pro. Ja, die werden auch uns suchen. Ich schätze auch, die haben bestimmt schon mal unsere Basis gesehen oder so, weißt du? Okay. Und unterirdische Basen sind zwar verboten, aber das wissen die wahrscheinlich nicht, ne? Das war ja sozusagen. Wir haben ja keine unterirdische Basis. Nein, aber Maxle und Fix. Das war eine unterirdische Basis. Aber wir haben jetzt ein Enchanting-Table. Lass sie jetzt schnell enchanten, solange wir doch die Chance dazu haben. Okay, du achtest auf die Umgebung? Ach, du hast den, ich hab den Tisch, ja. Achso, ja, okay. Ich achte auf die Umgebung. Jo, warte. Ach, warte, ich muss hier ein paar Sachen loswerden. Das kann weg. Na, das brauche ich noch. Fuck. Warte. Ich müsste auch mal ein paar Sachen loswerden. Aber das Brot muss weg, das muss weg. Das eine Gold muss weg. So. Stimmt, die Dinge brauchen wir jetzt gar nicht mehr, die Sugarcans. So, und... Ach, wir brauchen Lapis Lazuli. Stimmt, wir können gar nicht enchanten. Stimmt ja. Man braucht ja seit der 1.8 Lapis Lazuli. Ach so, shit. Dann hätte ich das auch noch mitnehmen sollen. Hattest du nicht? Ah, fuck. Egal, dann müssen wir... Nee, ich hab da jetzt gerade voll nicht dran gedacht, Digga. Egal, wir nehmen was zum Meinen mit. Weil ich wusste noch, dass wir es bei der letzten nicht gebraucht haben, deswegen. Also wir müssen auf jeden Fall diese auf... diese scheiß Kuh, Alter. Also auf Domso und Fix müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Die sind auch, total gut ausgebaut. Das wette ich mit dir. Pferde, Mann! Wir haben doch bei uns, glaube ich, die Sattel oder so. Und die Pferderüstung, ne? Du hast einen Sattel, ja. Oder eine Pferderüstung, ich bin mir nicht sicher. Du hast gerade eine Rüstung, hast du. Dann habe ich keinen Sattel, fuck. Okay, wir müssen jetzt echt aufpassen, Bro. Wir hätten in die Hölle gehen können, ne? Stimmt. Wir hätten reingekonnt, rausgekonnt, dann wären wir bei Domse gewesen, hätten die Base gelootet. Ja, obwohl, glaube ich, Domse ist schlau gewesen. Der hat sie nicht bei sich gebaut, die Dingens, die Basis. Wahrscheinlich. Aber nein, ich hatte eigentlich irgendwas dazu geschrieben. Nee, die sind jetzt alle mad auf uns. Was auch hätte sein können, oder was sein kann, dass die, wenn wir in den Nether gegangen wären, wären die vielleicht zum Netherportal gegangen. Ja, das hätte ich ihm auch zugetraut. Weißt du, dass die da einfach so irgendwie auf uns warten oder so, oder eine Falle bauen, keine Ahnung. Ja, Mann, aber gut, das wäre vielleicht zu risky gewesen, das war ganz gut. Ich bin da einfach dafür, wir gehen demnächst in unsere Höhle runter. Und Alter, das sieht geil aus hier. Das sieht richtig schön aus. Ja, wir können uns jetzt hier nicht mit schönen Sachen aufhalten. Drin. Ja, wir sind im Krieg! Ja, das regt mich jetzt gerade auf, dass ich das Lapis nicht mitgenommen habe. Egal, weil ich glaube, die hatten noch einiges da drin. Ja, die aber haben auch alle 15 Diamanten, Boy. Alter, die haben richtig gut gefarmt. Übel, ey. Aber gut, die hatten da auch einen üblen Komplex, hä? Also, Ding-Komplex. Ja, hier ist die Schlucht vor unserer Haustür. Schluchtkomplex, Suchtkomplex. Ja, keine Ahnung, wie man das nennt, Mann. Ja, nee, die hatten eine gute Höhle. Ich bin immer noch nervös jetzt. Ja, bau lieber, ich will da nicht rüberspringen. Kennst mich doch. Ich würde jetzt eiskalt in den Tod stürzen. Das ist der Tempel? Bist es du?
Wer wo? Ich bin vor dir. Ah ja, okay. Ja, nee, das bin ich im Laufen gerade. Ach so. Über den Sand. Also, der Tempel ist da hinten. Ja, lass. Ja, weiß nicht, wo oben ist. Doch, geradeaus, aber ich will nicht nach Hause. Ich hab Angst gerade. Ach so. Ey, Dominik hat das locker gefunden. Ja, wie der drauf ist, auf jeden Fall. Sneak doch bitte. Ja, ich sneak ja schon. Ey, gegen Dominik will ich echt nichts riskieren, Mann. Nein, ich kann nicht. Geh, ich kann nicht. Ist später, sorry. Ja, mach ich dann. Ciao. Digga, wir sind im Krieg und da kommt jemand bei dir rein! Okay. Meine Mutti. Grüße an dieser Stelle an die Mutter von Topra. Danke, ich riech's aus. Jo. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen unfreundlich rüberkam, aber... Ja, nee, das musste ich bei meinen Eltern auch machen. Ich hatte auch so ein Schild gebastelt, Achtung, Aufnahme. Boys. Da hab ich auch, aber das ignorieren sie. Ja, hast du mir schon mal erzählt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da nee, ist unsere Basis, da ist die Tür, aber ich sehe da keinen drinne, warte. Wahrscheinlich ist das noch zu weit weg. Mhm. Ich hab so Angst, dass sie bei uns sind. Ah, ich glaube nicht. Wir haben gerade so viel. Ich kann nicht mal muten gerade, Alter. Jetzt hat mal meine Mutter schon wieder im Internet, das gibt's gar nicht. Guckst du hinter uns regelmäßig? Ab und zu. Gut. Jetzt wird's Nacht. Ja, besser so. Ja, ja. Gut, ich sehe dann zwar nicht mehr so viel. Draußen geht's, aber... Du kannst die Aufnahme ja im Gesamten heller machen. Ja, ja, schon klar, schon klar. Das weiß ich doch. Alter, ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Das Skelett gerade. Du Mistgeburt. Taucht das auf einmal da auf. Der Boy ist gerade richtig scared, Mann. Übel, Alter. Egal, Mann, wir haben unseren ersten Kill, ey. Muss eigentlich zelebriert werden. La, Celebrations, come on! Hast du auch Gold mitgenommen oder hatten die keins? Soweit ich das gesehen habe, hatten die keins. Jetzt kommt bestimmt gleich so eine... Ah, da oben ist Skelett. Jetzt kommt bestimmt gleich so eine Einblendung. Oh nein, du Depp, die hatten welches. Also bei mir, wenn ich die Aufnahme angucke. Oh, ganz ehrlich, Alter. Hast du das da so aufgebaut? Was? Ja, ja, die Öfen sind für uns. Noch. Nein, hier hinter sind alle Steine weg. Ja, ja, das war schon so. Weil ich habe gesagt, die Kiste dürfen wir nicht zumachen. Weißt du nicht mehr? Hast du die Tür zugemacht? Ja, warum geht die nicht zu? Hallo? Die Tür geht bei mir nicht zu. Hör auf, Shift zu drücken. Okay, Luft ist rein. Hier ist keiner. Sneaken geht. Okay, dann. Lass direkt runter. Oh, Alter, nein, wir müssen jetzt erstmal... Fuck, wir sollten zur versteckten Kiste. Okay. Die Dias reinpacken, weißt du? Was ich mein? Ja, Bruder. Hier, da sind nur Mobs. Ja, warte, ich halte die Mobs fern, du packst alles Wichtige da rein. Durchrennen oder? Ja. Komm. Ja, jetzt. Wo haben war wir die das nochmal? Hier, da unten, genau. Ne, hier war sie nicht. Einen daneben vielleicht. Ja, jetzt muss ich halt irgendwie nachher noch den Dreck aufsammeln. Ja, wenn du was da reinpackst. Aus den Diamanten machen wir uns Brustpanzer. Guck um mich, ne? Ja, ich war eben oben. Ich habe auch schon auf unserem Berg geguckt. Da kann ich auch rein. Ja, die auch. Die Sticks kann ich vielleicht noch bauen. Oh, Alter, du scheiß Fix-Skelett. Mach zu. Hast du die Diamanten noch? Nee, die habe ich rein. Okay, dann lass sie da erstmal drin. Lass sie da erstmal drin. Okay. Da kommt ein Creeper direkt hinter dir. Nee, der ist jetzt oben geblieben. Okay, gut, ich dachte, der kommt runter. Komm hoch, Bruder. Wie Weihnachten, ey. Ja. So, ich pack hier oben mal die ganzen Steaks rein. Ach so, ja, für alle, die jetzt meinen, es wäre doch asozial, weil die doch in der letzten Folge gestorben sind. Sorry, aber ganz ehrlich, so eine Chance, die kann man sich einfach nicht entgehen lassen. Nein, ich habe das einfach aus Protest gemacht gegen die Leute, die gespoilert haben. Ganz ja, einfach. Da möchte ich jetzt auch gerne mal was sagen. Das ist auch jetzt mein völliger Ernst, Leute.
Wir gehen jetzt erstmal runter. Das ist jetzt auch mein völliger Ernst, liebe Zuschauer. Die bei den anderen gespoilert haben, einfach für die vernichte ich jetzt das gegnerische Team. Ganz einfach. Oh, steh doch nicht in mir, wenn ich gerade abbaue, Digga. Oder vor mir. Ich werde dieses Team so dezimieren, bis nichts mehr von ihnen übrig ist. Gut, eigentlich das Team kann ja nichts dafür. Ja, also, oh, hier Schlag ist. Ah, ne, das ist Kohle. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht fair. Einfach Teams wie uns gegenüber finde ich das nicht fair. Weil wir, ja, viele von euch... gegenüber ist das nicht fair, das ist einfach scheiße. Ja, weil das hat total die Spannung rausgenommen. Es hat die Spannung rausgenommen für die Gegner und uns. Na, er wusste jetzt, dass er stirbt, deswegen war das jetzt nicht so spektakulär. Ich hätte ihn auch am Leben gelassen, wenn ich glaube nicht gespoilert wurde. Dann hätte ich nur die Base gelootet und wäre gegangen. Weil er gestorben wäre. Ich sag mal so, also wenn er uns angegriffen hätte, hätten wir uns auf jeden Fall gewehrt. Ja, er hatte auch Waffen noch da drin und alles, er hätte es sicherlich tun können, ne? Aber er wollte wahrscheinlich nicht, dass wir die Waffen mitnehmen oder so. Kann ja sein. Ich glaube, die eine habe ich trotzdem mitgenommen. Wie er meinte, versteck dich. Also wechsel bald bestimmt so, versteck dich. Und nicht nur so, boy, ich Ende. Weiß es. Ja gut, dann sind wir safe für diese Runde. Ich würde sagen, erfolgreiche Folge. Das war's. Ja. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer Bewertung. Wenn nicht, dann zeigt es auch mit einer Bewertung. Ich habe ein neues Handy. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.